Hallo, liebe Zuschauer. Jedes Jahr pflanze ich ungefähr so 20, 30 neue Sorten von Tomaten. Dann probiere ich alle aus und wähle nur die süßesten, ertragreichsten, schönsten. Und dann natürlich empfehle ich euch diese beste Tomatensorten. Hier sieht man die Sorte Adonis. Diese große Tomatenpflanze hat wenig Blätter, das sieht man auf den Bildern, und ist hoch nach Wuchs, 1,5 bis 1,7 Meter hoch, kompakte Pflanze, ertragreiche und hat so rosa Herzen, sehr süße mit gutem Geschmack. Und es gibt auch Adonis F1 Hybride. Das sind Früchte, hier sieht man nicht, rot, rund, und die haben mehr Säure, schmecken nicht so gut. Aber Adonis-Sorte ist mit perfektem Geschmack, stabile, reiche Ernte bringt immer und kann man immer roh essen, Salate machen, Säfte, Soße, super Geschmack. Und natürlich alle Sommeraufnahmen. Und hier sieht man, wie viele rosa, herzförmige Früchte hängen auf der Pflanze, wie die super aussehen, so ertragreich. Sehr schön, solche Bilder zu beobachten, jetzt im Herbst, wenn es kalt ist, nass ist. Sehr süße Tomate. Und schaut ihr bitte, das ist wie Wassermelone, so zuckrig, fein. Sehr gute Sorte Adonis. Die Sorte Beerentatze, diese Sorte befindet sich in dem Set Sibirische Hochwüchsige SH. Die flachrunde, große roten Tomatenfrüchten, die wiegen ab 600 Gramm und noch schwerer können sein, natürlich und leichter können sein, kommt drauf an, wie man ausgeizt. Diese Pflanze ist sehr mächtige Pflanze und diese Sorte ist hitzebeständig, resistent gegen viele Tomatenkrankheiten, und Geschmack ist natürlich super, super gut. Beerentatze. Und diese Pflanze, diese Sorte hat die schwersten Früchte gehabt. Ich habe gewogen, da war schwerer als 600, und andere Exemplare waren auch sehr riesig, aber sehr lecker noch dazu. Beerentatze, das ist sibirische Sorte. Und hier ist auf dem Schnitt, sieht man, wie viel Fruchtfleisch hat diese Tomate, wie lecker die ist, wenig Samen, saftig. Also nur alle gute Noten. Nur einzigste, die sibirischen Sorten, so, besonders solche große, die kann man nicht lange lagern. Woche, 2 Wochen höchstens. Da sieht man diese Exemplare. Das habe ich natürlich im Sommer aufgenommen. Die nächste sehr reizvolle Sorte mit feinem Geschmack und sehr frühreifende. Falls Sie bestellen möchten und kommen nicht klar mit dem Link unter dem Video auf Kleinanzeigen oder auf Ebi, da können Sie mir bitte einfach Nachricht schreiben unter Post, elektronische Adresse jetzt vor Ihnen in der Mitte.
sehr schnell reifende Tomate, die war als letzte eingepflanzt und schon hat halbreife Tomate hier, kann man sehen, und fast reife auf der anderen Seite. Wenn man sehen wird. Dann zeig doch mit Händen. Okay. Gut. Diese Tomatensorte eignet sich hervorragend fürs Freiland. Tomaten sind sehr robust. Selbst sogar die kalten Nächte machen dieser Sorte nicht aus. Cherry Violet gehört zu den frühreifenden Sorten. Obwohl ich so spät gepflanzt habe, sind die fast erste reif geworden. Und die Früchte sind eher knackig, ausgewogen, werden fast nie rissig. Die Pflanze ist selbst 1,8 Meter hoch bis 2 Meter und Fruchtgröße ist ab 20 bis 30 Gramm. Eigentlich kleinere, aber super leckere Früchte. Tomatensorte Bushman. Wenn ich im Internet schaue, es gibt zwei Variationen von dieser Tomatensorte. Es gibt so kleine Bushman-Sorte für Töpfe geeignet und solche. Hier habe ich im Sommer da diese Sorte eingepflanzt und die ist so ungefähr 50 oder ein bisschen höher Zentimeter gewachsen. Die, mit vielen Blättern, solche kräftige Pflanze mit kräftigen Wurzeln. Und aber sie war so eigentlich klein wuchsig, aber dafür hat sie unzählige Tomaten gehabt. Und das hat so schön ausgesehen, diese knallrote Tomatenfrüchte. Die sind so ungefähr 150 bis 200 Gramm schwer, aber mit gutem tomatigen Geschmack. Süß, sauer. Und so rot, das ist bestimmt Kilometer weit haben die geleuchtet. Das ist eigentlich frühe Sorte und nimmt sehr wenig Platz und dafür kann man so dicht einpflanzen. Und die Pflanze, das ist, sie ist so kompakt. Sie ist so, so wie ein Tannenbaum mit Schmuck, ehrlich. Sehr kompakte Stabtomate.